whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute geht es um einen Single Grain Whisky, den Girvan No. 4 Apps. 42 Volumenprozente, ja, ganz schön hell. Und wer mich kennt, weiß, dass ich den Grain Whiskys und besonders den Single Grain Whiskys gegenüber so meine Bedenken habe, meine Bedenken trage. Die treffen nicht immer zu. Nein, ich habe auch schon mal einen guten gehabt. Ich erinnere mich jetzt zwar nicht gerade dran an welche. Aber woran liegt's? Grain Whiskys werden also nicht aus gemälzter Gerste, sondern aus einem nicht gemälzten Getreide hergestellt. Hin und wieder ist das auch Gerste, aber nur allzu oft ist es heutzutage Weizen. Früher war es öfter Mais, weil er billiger war. Aber heute ist es meistens Weizen, weil man aus dem Weizen mehr Alkohol pro Tonne rausbekommt. Und dieser Alkohol pro Tonne macht diesen Whisky nun billig. Und weshalb braucht man billigen Whisky? Ja, um Blended Whiskys damit zu strecken, ist falsches Wort, aufzufüllen. Man nimmt ein bisschen Gewürz, Malzwhisky und füllt dann mit Grain Whisky auf. So, dazu braucht man jede Menge von diesem Grain Whisky und man lagert diesen Grain Whisky ja für die gerade mal 3 Jahre, die man für die Blends braucht, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder bis zu 10 Mal in Ex-Bourbon-Fässern. Und da kommt dann am Ende nur noch bittere Tannine raus. Das ganze frische Kokos und Vanille und so weiter aus den Fässern ist oft schon weg. So, da kommt dann am Ende diese bitteren Tannine und das ist das, was ich am Grain nicht mag. So, das habe ich lange gebraucht, bis ich das rausbekommen habe. Ich habe immer gesagt, ist der Grain Whisky, der mir nicht schmeckt und so Betonung lag auf Grain und weniger auf dem Fass. Mittlerweile bin ich aber der festen Meinung, dass es diese alten, schlecht beachteten Fässer sind, die diese Bitterkeit in den Whisky hineinbekommen und was mir an dem Grain Whisky nicht gefällt. So, hier haben wir es nun mit einem Single Grain zu tun, also aus einer Brennerei und aus welcher? Aus der Girvan Brennerei. Und die Girvan Brennerei ist in den, wie heißt das County, Ayrshire. Ja, da gibt es auch einen Ayrshire Whisky, der ist dann als Unabhängiger aus dieser Girvan Brennerei abgefüllt worden. Und es ist also in South Ayrshire, also relativ weit im Süden, nicht weit von der Blade noch Lowlands Brennerei entfernt. Das heißt, jetzt haben wir also Single Grain und wir haben Lowlands, was die Leute auch nicht mögen. Warum füllt man denn so ein Ding ab? Ne? Großes Fragezeichen. Jetzt schauen wir uns die Flasche mal an. Und wenn wir wissen, so geht's auf. Aber fangen wir erstmal so an, was da drauf steht. The Girvan Patent Still steht da vorne drauf. Und was ist eine Patent Still? Ja, da hat man früher ein Patent auf diese kontinuierliche Destillationssäule-Kolonne gehabt, dass man daraus also dann eine Patent Still das Ding genannt hat. Das steht also hier oben auf dem Etikett noch wunderschön drauf. Und das sind also nun Destillationskolonnen, wo man von unten heizt, dann einfüllt und der Alkohol geht nach oben und das Wasser sammelt sich unten. Und so trennt sich das und die Aromastoffe haben auch unterschiedliche Siedepunkte und wandern nun entsprechend ihre Siedepunkte in dieser Kolonne nach oben und nach unten. Und irgendwo kurz unterm Kopf zapft man ab, weil man ja die Faints, die so scharfen Bestandteile im Rohwhisky nicht haben möchte. Die lässt man also da oben. Die sollen da mit Kupfer reagieren und so weiter und tropfen dann wieder runter und so weiter und so fort. Also ganz knapp über Kopf zieht man das ab und unten Pot Ale zieht man auch weg und das Ding läuft ewig. Da muss man nur für Nachschub sorgen und das Ding muss man nicht sauber machen und gar nichts. Das läuft so vor sich hin, läuft so vor sich hin. Wurde 1850er von dem Herrn Aeneas Coffey verbessert. Es gab diese Still schon, aber der Aeneas Coffey hat sie verbessert. Nun hat man darüber nachgedacht, was kann man denn an so einer Still noch verbessern? So, und da hingehen, der Siedepunkt von Whisky oder von der Maische hängt vom Luftdruck ab. Wenn man also oben auf dem Berg destilliert, weiß man vom Wasser, das kocht dann nicht bei 100 Grad, sondern bei 88 oder so. Und beim Whisky kann man jetzt, diese Girvan Brennerei steht also auf dem Hügel, vielleicht 50 Meter über Meer, da hat man sich gesagt, jetzt gehen wir hin, nehmen eine Vakuumpumpe und pumpen aus dieser Still, pumpen wir den Druck ab. Und jetzt müssen wir lange nicht so stark erhitzen und bekommen trotzdem
diese Trennung, diese Destillation zustande. So, das ist also das Besondere an diesem Single Grain Whisky, dass wir hier unter vermindertem Luftdruck destillieren und damit mit verringerter Wärme arbeiten und damit diese Aromensubstanzen durch diese Temperatur des Destillierens nicht kaputt gehen. Ja, so heute langsam garen beim Kochen, ne? Nur noch 85 Grad. Gut, was steht da noch drauf? Die Girvan-Brennerei wurde also 1983 gegründet und gehört in den William Grant & Sons Konzern, die den Glenfiddich herstellen. Und die haben auch den Mega-Blend, der sich also richtig heftig gut verkauft, namens Grants. Und in diesen Grants gehört also der Grain rein und dafür produzieren die hier Hurtig. Da haben sie also 1963 das Ding eröffnet. Und ein paar Dekaden später, 1992, haben sie also diese neue Unterdruckstill, die sie Number 4 Apps genannt haben. Also Apps bedeutet nicht für Whisky aus dem Handy. Nein, das bedeutet Apparatus, Abkürzung von Apparatus. Tja. Aha, da unten drunter Geschmacksnoten, kandierte Früchte und Cream. Also Sahne, ölig. Balanciert, ausbalanciert mit Eiche. Er ist relativ einfach, ja, erwartet man, ne? Aber trotzdem delikat und unterschiedlich. Ja, und von den Dingern haben sie also nun zwei Number 4, ein Number 5 Still. Also dürfen wir demnächst mal ein Number 5 Still Single Grain wahrscheinlich erwarten. Ja, da muss man kein Augur sein. Also Vakuumdestillation mit niedrigen Temperaturen. Einen reinen, fruchtigen und intensiven Spirit, Rohwhisky. Oh, der wird in der Reifung von vanillinreichen amerikanischen Weißeichenfässern. 42 Volumenprozente abgefüllt. Ja, nicht so stark, wie man sonst erwartet. Weil der ist so leicht und delikat, dass wir da mit Sicherheit bei hohem Alkoholgehalt deutlich den Alkohol spüren würden. Fruchtig. Also irgendwo sind diese Weißwein-Whiskys sind mir so unheimlich. Und hier oben drauf sind also so ganz merkwürdige Symbole. Ja, so Kindergartensymbole. Die finden sich dann hier auf der Hülle wieder. Da ist also erstmal so eine Spirale, die Girvan Patent Still. Ja, eine Spirale ist das nicht, liebe Marketer. Da ist also kein Wurm hier oben der, ne? In so einem Ding drin, da sind Böden drin, ne? Sollen die Marketer wissen. Reiner Charakter, ja. Vanille, Aromen, milder Honig und kandierte Früchte im Finish. Und das gleich auf der anderen Seite auch nochmal. So, steht hier auf dieser Packung noch drauf. Ja, das, was klein auf dem Etikett auch drauf stand. Ja, ist genau dasselbe. So, dann können wir uns jetzt mal dem Whisky nähern. Nix. Also der ist fein und delikat. Sehr leicht. Das erkenne ich nicht als Whisky. Boah. Sehr leicht und so ein Hauch einer fruchtigen Parfümnote oben drüber. Das war's. Nix. Also das ist tatsächlich Grain Whisky. Das hat nichts mit Single Malt zu tun. Und irgendwo habe ich es gelesen, dass man den also pur probieren soll oder aber über Eis oder in jedem Cocktail, den man drin haben will. Also hier geht es ums Verkaufen. Ne? Wobei diese Flasche nicht so ganz günstig ist. Also ich glaube, ein 50er zahlt man dafür schon. Ja, die Vanille, da tue ich mir aber ganz hart. So wie bei einem frischen Bourbon, wo diese massive Vanille kommt aus den frischen Fässern. Das sind also eindeutig Refillfässer. Da kommt nichts. Weil 3 Jahre im Frischen würde sich anders entwickeln. Probieren wir.
Ja, und schon wieder so ein krackliges Fass. Oh, bitte. Eine bittere Note dahinter. Wie kann man das machen? So einen feinen. Und dann einfach nur bittere Eiche hinterher. Boah. Sanft und mild mit kandierten Früchten und süßer Vanille heißt es offiziell im Geschmack. Im Hintergrund etwas Eiche. Nee, der Eichenhammer und von den Früchten, ja, die waren aber sehr, sehr leicht. Und vom Fass irgendwelche Vanille, nein. Boah. Abgang erfrischend kurz. Ich habe die Eiche noch im Mund, ne? Ja. Meine Begeisterung für diesen Single Grain Whisky hält sich doch massiv in Grenzen. Und damit freue ich mich jetzt auf den nächsten Whisky, den ich gleich probieren werde. Das ist nämlich ein Single Grain, wieder von Girvan. Nein, ist jetzt nicht ironisch gemeint. Der hat nämlich 25 Jahre auf dem Buckel und hat eine deutlich dunklere Farbe angezogen. Ne? Also da freue ich mich jetzt dann doch auf deutlich mehr. Wenn Sie mal einen Single Grain probieren wollen, hier ist einer. Mir persönlich hat er nicht so gefallen. Tut mir leid. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.